Gemeinsam bei dem Insta-Live-Interview mit Marco Schreil. Herzlich willkommen, TV- und Radiomoderator. Ich freue mich riesig, dass wir es schaffen, Ja, dass du das da freut bist. mich auch sehr. Vor allem freue ich mich über unsere gemeinsame Arbeit, weil es ist tatsächlich mein erstes Insta-Live. Ja. Danke auf jeden Fall, dass du das mit uns zusammen machst. Wir haben dich eingeladen im Rahmen des Aufmerksamkeitsmonats Mai, der Huntington-Krankheit. Und bin sehr dankbar, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich würde total gern mit dir heute über dein Buch kurz sprechen, was du über die Huntington-Krankheit geschrieben hast. Einige aus der Community haben es sicherlich vielleicht auch noch nicht gelesen oder waren noch nicht bei einer Lesung dabei. Und dann so ein bisschen über deine Geschichte mit der Krankheit und am Anschluss können wir auch gerne Fragen beantworten. Wir gucken mal, wie munter die anderen vielleicht auch mal was fragen. Wenn das für dich okay ist. Ja, total. Total. Super. Dann starten wir mit dem Buch. Der Titel, Alles gut, das meiste schon. Ist halt letztes Jahr. Ah, perfekt. Danke dir. Darauf habe ich jetzt gewartet. So sieht das Ganze aus. Ja, und kam letztes Jahr in die Läden und hat uns alle, die es bisher gelesen haben, tief berührt und natürlich auch überrascht, dass jetzt endlich so eine Huntington-Geschichte, sage ich mal, in der Öffentlichkeit ist. Und vielleicht kannst du uns mal erzählen, ja, was grob, um was es in dem Buch geht, was deine Herzensangelegenheit dabei war. Das alles so kurz und kompakt unterzubringen, ist gar nicht so leicht. Aber es ging in erster Linie, ging es mir darum, meine Geschichte mir von der Seele zu schreiben. Wahrscheinlich sind jetzt hier viele Betroffene, direkt oder indirekt Betroffene, mit dabei und die wissen, was es bedeutet, wenn man mit der Huntington-Erkrankung sich irgendwie beschäftigen muss, weil man gar nicht drum herum kommt, wenn man direkt oder indirekt betroffen ist. So war das bei mir. Meine Mutter hat sich verändert. Meine Mutter ist von einer wirklich tollen, selbstständigen, gut aussehenden, jungen Frau zu einer wirklich ganz, ganz anderen Person geworden. Das hat mich sehr beschäftigt. Sie hat mir zu Lebzeiten, um die Geschichte ein bisschen abzukürzen, das Versprechen abgenommen, niemals darüber zu reden, sie also nicht bloßzustellen, zu outen. Vielleicht ist das der richtige Begriff, der es trifft. Und dieses Versprechen habe ich ihr gegeben. Und als sie verstorben war und wirklich sehr, sehr, sehr viele schlimme Dinge auch passiert waren, die mich betrafen, habe ich gemerkt, dass es mir immer noch nicht so richtig besser geht. Und ich habe mich entschlossen, die Geschichte aufzuschreiben. Und ja, dieser Schreibprozess war für mich sowas wie, ja, wie ein Ausräumen dieses schweren Rucksacks, den ich auf hatte. Sowas wie ein Stückchen Therapie und hat mir sehr geholfen, alles zu sortieren, einzuordnen und mich irgendwie ein bisschen besser damit zu fühlen, dass meine Mutter Huntington hatte und dass ich meine Mutter an Huntington verloren habe, sie ihr eigenes Leben daran verloren hat und dass diese Erkrankung in unserer Familie, in unserem Umfeld sehr viel zerstört hat. Und ich glaube, dass das viele nachempfinden können, die mit Huntington betroffen sind, aber die auch, wir bewegen uns ja in diesem Awareness-Monat, wo es auch um andere Erkrankungen geht und ich versuche es immer aufzumachen, auch eine Familie, die von Demenz betroffen ist, geht durch schwierige Zeiten und mir war es wichtig, es zu beschreiben, wie hart sowas sein kann. Ja. 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 Möchtest du vielleicht mal kurz die Symptome deiner Mama beschreiben? Weil wir wollen ja vor allem in dem Monat auch immer wieder aufmerksam machen auf die verschiedenen Facetten von so einer Erkrankung. Ne? Du kanntest nur deine Geschichte, ne? Deine Familiengeschichte und auf einmal eröffnet sich durch die Community und durch die Menschen, die du triffst, merkst du auf einmal, okay, die Krankheit ist so facettenreich und jeder Verlauf ist anders. Willst du vielleicht da noch mal kurz erzählen, wie das bei euch war? Sehr gern. Also ich hatte keine Ahnung, dass es diese
Erkrankungen gibt. Ich hatte diese Wortschöpfung vorher noch nie gehört. Ich hatte über Symptome keine Ahnung. Und um die Symptome meiner Mutter zu beschreiben, das, was ich gelernt habe im Laufe des Schreibprozesses, in der Recherche rund um die Erkrankung, habe ich für mich mitgenommen, dass es wohl zwei Wege gibt in den meisten Fällen. Entweder es gibt den Weg, wo die Persönlichkeit sich so verändert, dass sie immer ruhiger, immer abgeschotteter, immer introvertierter wird und man nicht mehr so richtig rankommt. Oder es gibt den anderen Weg, dass die Person immer lauter, immer aggressiver, immer maßloser wird. Das war der Weg meiner Mutter. Und sie hat sich verändert von einer wirklich, von einer Person, die allen alles gönnt und die sich um alles immer gekümmert hat, zu einer sehr streitbaren Person, die alles hinterfragt hat und ja, die auch echt dafür gesorgt hat, dass ich nicht so genau wusste, was es eigentlich noch war und was es nicht war in unserem Familienleben. Und das fiel mir sehr schwer. Also das kann ich aus meiner Sicht so beschreiben, dass ich wirklich manchmal nicht wusste, ob wir haben uns in Düsseldorf auf der Bühne schon drüber unterhalten. Ich habe für mich da inzwischen so eine Beschreibung gefunden, diesen Elefanten im Vorgarten. Ja, also mir wurde vom Elefanten im Vorgarten berichtet und ich konnte es nicht glauben. Und das war mein Problem. Also ich habe bestimmte Sachen einfach nicht glauben wollen, die mir erzählt wurden. Und das hat bei uns zu immer gröberen und größeren Reibungen geführt. Und wir haben uns Stück für Stück haben wir uns verloren. Also wir haben uns immer weiter entfernt. Und als ich merkte, dass meine Mutter eigentlich meine komplette Unterstützung braucht, war es ganz schwierig, wieder an sie ranzukommen, ihr Vertrauen weiter zu haben und ihr so zu helfen, wie ich ihr gern geholfen hätte. Ja, deswegen versuchen wir ja auch immer so früh wie es geht, Menschen zu erreichen, ne, dass man irgendwie auch schon, weil ich meine, also es ist ja bekannt hauptsächlich das Huntington durch die Überbewegung diagnostiziert wird, ne, und irgendwie erkannt wird, aber letztendlich ist da noch so viel mehr und darum geht es genau zu sprechen, die Menschen früh genug abzuholen. Ich kann ja mal gerade, ich habe ein paar kognitive und psychische Symptome aufgeschrieben, du hast schon ein paar genannt, aber dazu gehören unter anderem eben Depressionen, Rückzug, ne, demenzialer Verlauf, launisch, explosiv, aggressiv, gehemmt, ängstlich. Dann kommt dieses umständliche Denken, Konzentration, Vergesslichkeit. Also das sind nur ein paar Sachen. Und was mir da aber immer besonders wichtig ist, ist, dass es nur Beispiele sind. Ne? Das heißt, je nachdem, in welchem Bereich im Gehirn die Nervenzellen absterben, äußert sich die Krankheit. Und deswegen können wir es nicht pauschalisieren. Ne? Und ich kenne so viele Fälle inzwischen oder auch mein Papa, die haben durch die Krankheit eigentlich auch ganz, ganz viel gelernt und mitgenommen, sich verändert, eine Empathie entwickelt, die sie sonst wahrscheinlich nie gehabt hätten, einfach weil die Krankheit sie verändert hat. Ne? Und das sehen wir eben auch. Und ich glaube, das ist eben genauso wichtig zu erzählen, diese Geschichten, um den anderen Mut zu machen, ne? Dass man einfach nicht weiß. Viele vergleichen ja sich selbst auch damit im Elternteil, haben Angst, sieht so meine Zukunft aus. Ne? Und da wollen wir genau eben dagegen angehen und sagen, es muss eben nicht so sein. Ne? Jeder von uns hat einen anderen Umgang damit und einen Weg, damit umzugehen. So. Ne? Wie ist das jetzt für dich in Bezug auf, also was deine Zukunft angeht, wie geht es dir aktuell? Mir geht's gut. Ja. Also ich habe ein sehr schönes Leben. Ich bin durch meinen Beruf und durch meine tägliche Arbeit, die ich mache, ich bin tatsächlich ja auf die Sonnenseite des Lebens gefallen. Und wenn ich über Huntington spreche, spreche ich hauptsächlich über die Erkrankung meiner Mutter und versuche mich selbst so weit wie möglich eigentlich rauszunehmen. Die Frage kriege ich oft gestellt, ist, du sagst, wie geht's dir? Ne? Aber ich kriege oft die Frage gestellt, wie ist es denn mit dir und der Erkrankung? Weil wir wissen, die es nicht wissen, die erfahren es jetzt, 50% besteht die Möglichkeit, dass diese Erkrankung genetisch weitergegeben wird. Das ist eine 50-50-Chance. Und ich versuche mich eigentlich, bin jetzt 50, daran festzuhalten, dass ich doch ganz bestimmt die guten 50% abbekommen habe und noch ganz viele Jahre,
mich damit beschäftigen kann, auf diese Erkrankung aufmerksam zu machen und sie doch bestimmt nicht bekommen habe von meiner Mutter. Das ist meine Einstellung dazu. Ja, ja. Gibt es denn sowas, was du gerne anderen mitgeben würdest? Also wo du wirklich gemerkt hast, das sind so die Learnings aus den Jahren mit deiner Mama zusammen? Das ist immer schwierig. Ich würde es, glaube ich, und ich weiß nicht, wie es dir geht, auch als Bevormundung empfinden, wenn man mir da zu viel Ratschläge geben würde. Und trotzdem ist es ja immer schön, wenn man sich in so einer Community bewegt, dass man Erfahrungen teilt, so würde ich es nennen. Ein ganz großer Hinweis ist, sich Unterstützung zu holen. Das, was wir jetzt hier machen, darüber sprechen, Erfahrungen auszutauschen, Fragen stellen zu können. Und was ich jedem und jeder empfehlen würde, ist, wenn ich merke, diese Situation wächst mir über den Kopf. Ich weiß gar nicht mehr als Betroffene oder Betroffener, direkt oder indirekt, wie verhalte ich mich richtig? Wie gehe ich in der Gesellschaft mit anderen Menschen um, wirklich professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen und therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen? Das würde ich empfehlen, weil es kann nur besser werden damit. Denn wenn man festgehalten wird oder wenn man sprichwörtlich unter die Arme gegriffen bekommt, dann geht das Leben etwas leichter, erst recht, wenn man in so einer Situation steckt. Das wäre eine Empfehlung. Drüber reden, nicht verschweigen. Man muss das ja nicht Gott und der Welt berichten, aber man kann sich Menschen auswählen, mit denen man wirklich intensiv darüber spricht und sich mitteilt, dass da etwas ist und vielleicht, dass man Angst hat vor etwas, dass man diesen Weg gemeinsam besser geht als allein. Das würde ich empfehlen. Also eben nicht diese Depression gewinnen lassen und sich ganz abschotten und zurückziehen. Ja. Wie hat sich dein Leben verändert seitdem? Wissen, dass die Krankheit da ist? Also wenn du für dich selbst deine Entwicklung reflektierst, ne, weil es hat ja natürlich all diese Jahre voll Schmerz, ne? Also du hast viele, viele Jahre, vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie viele Jahre deine Mama letztendlich erkrankt war und wie lange du ihr damit gelebt hat, gekämpft hat, ne? Das würde mich noch mal interessieren. Und, ja. Meine Mutter ist im August 21 verstorben, ja. Und hatte wirklich eine schlimme letzte Zeit. Meine Mutter hat bis zum Schluss allein gelebt, aber hat ihr Leben auch so allein nicht mehr wirklich auf die Reihe bekommen. Ich muss dazu sagen, meine Mutter hatte zusätzlich auch eine schwere Herzerkrankung, die sie schon zeitlebens von Kindheit an wirklich schwer belastet hat. Also sie hatte da ein doppeltes Päckchen zu tragen. Und dass sie Huntington hat, erfuhren wir so 6, 7 Jahre vorher. Und da war sie schon in einem wirklich schwierigen Zustand. Ich glaube, von da an war es wirklich nicht schön. Das war wirklich schrecklich zu sehen, wie sie leiden muss und wie sie sich nicht helfen lassen möchte. Wann diese Erkrankung wirklich ausgebrochen ist, wann sie so sichtbar war und spürbar, das kann ich im Nachhinein gar nicht wirklich festmachen. Also ich sage immer, ich bin der Sohn meiner Tochter, ich bin auch ein Ich-will-statt-ich-möchte-Typ, meine Mutter war das auch und von daher haben wir schon eine sehr starke Persönlichkeit beide und wann das in eine Aggression überging oder in einen unkontrolliert halt überging, das kann ich nicht so wirklich festmachen. Wie das mich verändert hat, das kann ich recht klar beantworten. Ich habe einen neuen Blick auf das Leben bekommen. So doof das klingt, ich finde, es ist ganz pathetisch und wenn ich nicht betroffen wäre, würde ich an dieser Stelle den Ausknopf drücken und sagen, so ja, meine Güte, worüber redet der eigentlich? Aber die Tatsache, dass ich gesehen habe, mein Vater ist paar Jahre vorher, vor meiner Mutter,
ganz plötzlich verstorben an einer Herzgeschichte. Und da ging der Prozess in meinem Kopf eigentlich schon los. Meine Mutter war erkrankt, mein Vater war plötzlich verstorben und ich dachte, so schnell geht's zu Ende. Und was ist das eigentlich, was wir hier haben? Und ja, als junger Mensch macht man sich darüber gar keine Gedanken, weil es ist alles ganz weit entfernt. Ich glaube, je älter man wird, desto klarer wird einem, dass es endlich ist, was wir hier erleben. Und ich sage ja auch, wenn es pathetisch klingt, aber der Blick aufs Leben hat sich für mich verändert. Und ich versuche, mich daran zu halten. Das gelingt mir mal besser und mal weniger gut, der Erkrankung keinen Nährboden zu geben. Wir wissen ja, Stress liebt Huntington. Oder umgekehrt, die sind total verknallt ineinander, ja. Und diese Liebe möchte ich nicht zulassen. Ich möchte versuchen, so wenig wie möglich Stress zu haben. Ich möchte versuchen, mehr Zeit mit mir und mit schönen Dingen im Leben zu verbringen und nicht mir ständig hinterher zu laufen oder auch hinterher zu rennen. Das hat sich schon verändert. Vor allem im Schreibprozess habe ich mir gedacht, du brauchst viel mehr Zeit für dich selbst und für die schönen Dinge im Leben. Und es bedeutet seit 2, fast 3 Jahren, dass ich ganz rigoros 2 mal 4 Wochen im Jahr Urlaub mache. Und das ist super. Ja, es ist so schön, das zu hören, wirklich, ja. Und du bist nicht der Einzige damit, ne? Das höre ich dann doch auch immer wieder. Und deswegen, das muss mir erzählt werden. Das ist einfach auch eben die andere Seite, ne, der Medaille. Was würdest du Leuten, die in der gleichen Situation sind, was so dieses, deine Mama wollte quasi nicht mitmachen, ne? Also sie wollte sie nicht behandeln lassen. Sie wollte nichts damit zu tun haben. Gibt es jetzt im Nachhinein was, wo du, ich jetzt nicht wieder einen Ratschlag, aber wo du sagen würdest, das wäre noch eine Möglichkeit gewesen, oder war es einfach zu spät? Rechtzeitig genug, diese ganzen blöden Papiere auszufüllen. Die waren bei uns ausgefüllt, aber sie waren nicht aktuell genug und wir haben uns damit nicht intensiv genug beschäftigt, weil wir es ja nicht wussten. Also die Familien, wo eine Vakanz besteht, wir sollten rechtzeitig darüber nachdenken, uns Gedanken zu machen, wem vertrauen wir uns in den guten Zeiten an, wem vertrauen wir, dass er oder sie sich auch in schlechten Zeiten so um uns kümmert, dass es um uns geht und nicht um die Sache oder um andere. Wem trauen wir zu, bestimmte Sachen einfach durchzufighten und zu sagen, so möchte ich das haben. Und das würde ich empfehlen. Also drüber sprechen, reden. Was stellst du dir vor? Wie hättest du es gern? Und dann, ja, es klingt bitter, aber Verantwortung übernehmen, die gesunde Person Verantwortung übernehmen und es durchziehen. So wie man das im Grunde genommen mit Kindern auch macht, ne? Die kognitiv noch nicht so weit sind in diesem Prozess, dass man, wir kennen das alle, dass Mutter, Vater, Oma, Opa gesagt haben, irgendwann wirst du es verstehen, warum du jetzt ins Bett musst, ne? Oder irgendwann wirst du verstehen, warum es jetzt keine Süßigkeiten mehr gibt. Und irgendwann wirst du verstehen, warum man nicht noch in eine halb geöffnete U-Bahn-Tür springt. Das sind so die Sachen, die ich empfehlen würde. Vorher drüber reden und dann versuchen sich dieser Person auch, ja, es ist fast ein Ergeben, ne? Also sich zu 100% anvertrauen und sagen, es wird schon gut werden. Ja. Es klingt alles, ich weiß, das klingt alles nach Quarkkuchen und nach Sonnenschein und es ist leider kein Sonnenschein, aber wir versuchen ja gerade in so kleinen Tippelschritten nach vorn zu kommen, ne? Und mir ist es total wichtig, dass wir das, was wir jetzt machen, machen. Aber mir ist es eben auch wichtig, dass dieses Buch, ne? Und deswegen, ich habe es geschrieben, es war fertig und eigentlich dachte ich, okay, damit war es das jetzt. Du hast die Geschichte erzählt. Und dann habe ich gedacht, nein, du musst los. Da gibt es so viele Talkrunden im deutschen Fernsehen, da gibt es viele Podcasts, da gibt es Interviews, da gibt es Lesungen, da gibt es ganz viele Situationen, wo du das erzählen musst, worum es da geht und dass wir selbstverständlich
wissen sollen, was die eine und die andere Erkrankung ist, aber dass wir auch wissen sollen, was die Huntington-Krankheit bedeutet. Und vielleicht schaffe ich es damit, dass von 100 Mal über jemanden lachen, der komisch läuft oder sich komisch bewegt, dann nur noch 80 Mal gelacht wird und 20 andere es verstanden haben und sich es irgendwie potenziert, das Verständnis für eine wirklich sehr, sehr seltene, aber richtig beschissene Erkrankung. Und das ist unheimlich mutig, ne, dass du den Weg gegangen bist, weil es wäre auch für alle verständlich gewesen, wenn du es nicht gemacht hättest, ne? Weil es einfach auch, es gehört einfach viel dazu, in die Öffentlichkeit zu treten, diese Gespräche zu führen, ne? Oder auch an Interviews teilzunehmen. Das ist immer viel, was man gibt. Und ich glaube, wir sind trotzdem, also ich, aber ich glaube, ich kann hier auch für viele sprechen, sehr dankbar dafür, dass wieder so viel gesprochen wird. Das tut uns allen nämlich unheimlich gut, auch wenn das erstmal Überwindung kostet. Ne, bei der Lesung, wo wir alle, viele aus der Community auch da waren, viele Tränen in den Augen, viel Schmerz und dort viel gelacht. Ne, und ich glaube, das ist so am Ende das Wichtige und das Schöne. Ja, und deswegen danke dir wirklich dafür, dass du diesen Weg gegangen bist und was noch so kommt. Ja, ich bin sehr gespannt. Gerne, gerne. Und das tue ich nicht ganz selbstlos. Mir geht es damit auch sehr gut, ja. Weil ich gehöre ja auch zur Community und kriege auch ganz viel wieder zurück. Schön. Ja, apropos Community. Ich gucke gerade auf die Uhr. Es wäre total schön, wenn hier vielleicht noch zwei, drei Fragen gestellt werden würden. Ihr könnt die gerne in den Chat schreiben und dann versuche ich das mal zu lesen. Es kommen hier schon viele Kommentare. Jemand schreibt, ja, genau, richtig, ich bin so dankbar für dein Buch. Du bist mega. Ja, das ist total schön. Über die CAGs meiner Mutter. Ich schreibe das im Buch. Ich weiß nur nicht, das ist ja so schrecklich, man schreibt ja ein Buch und dann legt man es weg und dann weiß man manchmal nicht mehr, habe ich eigentlich es geschrieben oder habe ich es nur gedacht? Also um es nicht ganz genau alles offen zu legen, sie war relativ, es war noch im schwachen Bereich. Deswegen, meine Mutter ist ja 65 geworden und genau. Und ich mutmaße immer, dass der Ausbruch der Erkrankung so ja um die 50 bei ihr war. Also es war ein relativ langer Prozess und ein schleichender Prozess. Da gibt es ja auch viel, viel krassere Fälle. Ja, also wahrscheinlich so in den Anfang 40ern. Ja. 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 Okay. Hat jemand noch eine Frage? Marco, glaubst du, dass es nach dem Leben weitergeht? Und wenn ja, gibt dir das Kraft und Hoffnung? Oh, das ist eine sehr christliche, eine Glaubensfrage, ja. Da halte ich es eigentlich mit, weil ich bin ja christlich aufgewachsen und ich habe für mich irgendwann mal beschlossen, dass die Frage über den Glauben und das Denken über den Glauben für mich nicht so wirklich in die Öffentlichkeit gehört, weil ich möchte, dass jeder an das glaubt, woran er glaubt. Ja. Und weil alles richtig ist, woran er oder sie glauben. Und es sich nicht gehört, dass wenn jemand über seinen Glauben wirklich mal spricht und das Innerste nach außen kehrt, geschmunzelt wird. Ich mache es jetzt trotzdem. Wenn ich christlich aufgewachsen bin, dann habe ich natürlich gelernt, dass es ein Leben nach diesem Leben gibt. Als erwachsener Mensch mit einer dann doch recht guten Bildung fällt es mir selbstverständlich schwer oder ich kann es gar nicht belegen. Es ist wirklich eine Glaubensgeschichte und ich schreibe das auch im Buch, dass es ja so ist, dass wir in einer Einbahnstraße sind und dass man uns nicht mehr reparieren kann. Also man kann ein
ein Moped reparieren, man kann einen Toaster reparieren, man kann eine Jacke zum Schneider bringen, die wird repariert. Aber am Ende, und das habe ich gesehen, als ich die letzte Nacht mit meiner Mutter im Krankenhaus verbracht habe und sie an diesem Beatmungsgerät war, wusste ich, wenn dieses Gerät ausgestellt wird, wird sie sterben. Und ich wünschte mir, um jetzt mal von mir wegzukommen zu meiner Mutter, ich wünschte mir damals, dass sie loslässt und über so eine, wie so eine Brücke laufen kann. Was hinter der Brücke ist, weiß ich nicht. Aber ich wünschte mir, dass sie mit einer Entspanntheit von dieser Welt gehen kann. Und was danach kommt, keiner weiß das. Ja, am Ende ist es, wie du sagst, das muss jeder sich überlegen, aus was er Kraft ziehen kann, am besten. Richtig. Ja, mit dem richtig, Thema. Richtig. Ja. Das ist sehr, sehr individuell und persönlich. Aber danke trotzdem. Ich gucke mal, ob wir noch eine hatten. Siehst du die Frage eigentlich auch? Ich sehe auch, das geht ja immer so, ich sehe immer nur. Also, wenn noch einer eine Frage hat. Gibt es neue medizinische Behandlungsmöglichkeiten? Das kannst du wahrscheinlich am ehesten beantworten. Ich glaube, es wird ganz wild geforscht und man versucht sich an diese genetische Situation immer weiter ranzurobben und es zu erforschen. Aber nein, es gibt kein Mittel dagegen. Man kann sich vom Arzt nichts aufschreiben lassen, leider. Ja, genau so gesehen nicht. Es gibt natürlich viele Medikamente, inzwischen auch sehr gute gegen die Symptome. Aber was das angeht, unbedingt mal in ein Huntington-Zentrum gehen oder mal anrufen, weil dort kann man wirklich innerhalb von einem einstündigen Termin eigentlich alles erfahren, was man irgendwie wissen muss, was jetzt so schwierig an die breite Öffentlichkeit gelangt. Wir versuchen auch schon bei der Deutschen Huntington-Hilfe viel aufzufassen, auch auf der Webseite viel zu erklären zum Thema Forschung. Wir versuchen in unserem Magazin immer so ein bisschen, unserem Huntington-Kurier immer so ein bisschen über das Thema auch Gesundheit, Stress zu berichten. Genau, aber es ist einfach, also wer wirklich da ein großes Interesse hat, der sollte wirklich am besten zu eins der Huntington-Zentren gehen, weil dort sitzen wirklich die Spezialisten, die halt seit 10, 20 Jahren in dem Bereich halt einfach auch forschen. Und genau, da sind wir beide jetzt eher die Laien. Genau. Guck mal gerade, da war noch eine Sache. Okay, nur große Bewunderung. Sehr gut. Liebe Grüße. Ja, diese lieben Grüße, die kann ich nach Geilenkirchen nur zurückschicken. Ich weiß, dass da einige Bewohnerinnen und Bewohner sind, die vielleicht mehr oder weniger mitbekommen haben, dass ich dieses Buch geschrieben habe und die mir geholfen haben. Schon allein, dass sie mich an sich rangelassen haben, zu verstehen und zu einzuordnen und zu vergleichen. Ne? Ich hätte das fast verpasst, muss ich sagen, in der Recherche für das Buch. Und habe dann dort in Geilenkirchen im Haus Beatrix, ich habe eine Mail hingeschrieben und wurde Tage später schon wirklich mit ganz offenen Armen aufgenommen und habe da wirklich wunderbare Menschen kennengelernt, die mir auf ihre Art und Weise beigebracht haben und gezeigt haben, was es bedeutet, mit Huntington zu leben, zurechtzukommen. Und das hat mich echt sehr beeindruckt. Und deswegen mussten sie auch ins Buch, natürlich mit veränderten Namen, aber es hat mir viel bedeutet, dort zu sein. Es hat mit mir auch sehr viel gemacht, weil ich immer versucht hatte, meine Mutter in so eine Einrichtung unterzubringen. Und ich mir dann natürlich, als ich es gesehen habe, und das werden die hauptsächlich Mädels in Geilenkirchen bestätigen, ne? Die Frauen bestätigen, dass es natürlich ein anderes Leben ist. Also das ist nicht das Traumschiff. Ja? Das ist leider eine Pflegeeinrichtung und da ist nicht alles so schön, wie man es sich zu Hause machen würde, wenn man
betagt ist und wenn man in dieses Alter kommt, wo man ein bisschen ruhiger unterwegs ist. Und natürlich hat es mich schwer getroffen, dass es da keine schöne Sammeltasse gibt, die ich im Schrank habe. Und ich mich freue, wenn ich sie raushole und irgendwie einen netten Kaffee aufbrühen kann und ein schönes Stückchen Kuchen drauf ist. Und dann gibt es eben Plastikgeschirr, weil das ja ganz häufig runterfällt. Und das sind so die kleinen Sachen im Leben, wo, also die mich sehr ehrfürchtig gemacht haben. Und wo ich gemerkt habe, dass das, was wir haben, so super ist und so toll ist und wir es viel häufiger wertschätzen sollten, als wir es manchmal tun. Wir gehen über viele Sachen einfach so drüber weg. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich habe jetzt kürzlich, um das zu sagen, haben wir gemailt auch. Es kommen ja immer so viele Mails und dann geht der Tag manchmal so schnell vorbei. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich möchte mich weniger von hinten sehen, will mir weniger hinterherrennen, sondern das Leben ein bisschen mehr genießen. Und habe jetzt gestern oder vorgestern erst, ich meine gestern aus dem Zug, ja, habe ich eine Mail nach Gallenkirchen geschickt, weil ich zum Sommerfest eingeladen wurde und mir bewusst war, dass schon wieder so ein halbes Jahr fast vorbei ist, seit das Buch erschienen ist und ich eigentlich die Protagonistinnen und Protagonisten, mit denen ich Uno gespielt habe und Mensch, ärgere dich nicht und die Hallo zu mir gesagt haben und die mir erklärt haben, wie es ihnen geht, dass ich die eigentlich gerne wiedersehen würde. Und jetzt versuchen wir das hinzubekommen, dass wir uns zum Sommerfest sehen. Richtig schön. Ja. Super. Wir nähern uns langsam dem Ende der Zeit. Aber gibt es noch eine abschließende Sache, die du gerne mitgeben würdest? Also erstmal, es kamen eben noch viele Fragen über die Erkrankung. Ich kann euch nur ans Herz legen, lest das Buch von Marco, weil es erklärt wirklich viel, natürlich nicht alles, ne? Aber es ist wirklich so, wie man halt eben oft Huntington oft erlebt. Und ja, ich kann es nur wärmstens empfehlen, weil auch einfach Informationen über die Krankheit drinstehen, aber eben auch über die Herausforderungen. Ne? Und wie immer ist mir da wichtig, dass das eine Geschichte von ganz, ganz vielen Huntington ist. So individuell. Deswegen, wir haben auch auf YouTube Huntington-Geschichten aus unterschiedlichsten Familien. Einfach auch da mal vielleicht reingehen bei der Deutschen Huntington-Hilfe und einfach mal gucken. Ja, was gibt es für Menschen, ne? Und wie leben die das Leben und wie gehen die die Dinge an? Genau, das ist mir besonders wichtig, Marco. Das kann ich auch nur zurückgeben. Ja, Alina versucht irgendwie alles zu geben, dass wir miteinander reden können. Aber du hast es im Grunde genommen ja schon vorgelebt. Ne? Also auf der Karriereleiter steil nach oben, im privaten Leben diesen Nackenschlag, einmal schütteln, Krönchen richten, sortieren, kümmern, machen. Und was eine andere Lebensaufgabe, eine mutmaßlich sinnvollere Lebensaufgabe finden. Und davor habe ich auch großen Respekt, dass man das als junge Frau wie du, dass man das macht. Und deswegen kann ich jetzt wieder nur sagen, auch das, was Alina da macht, braucht Vervielfältigung. Also schaut es euch an, checkt die Website. Redet mit den richtigen Menschen, ruft Alina an, sie erklärt euch alles und das ist total wertvoll, die Arbeit, die du da machst und es ist total wertvoll, immer wieder über dieses beschissene Wort mit H zu reden, weil dieses beschissene Wort mit H so selten genannt wird und da helft ihr sehr, sehr. Ja, genau, also das ist, glaube ich, so wichtig zu sagen. Ne? Da gibt es so viele stille Mitarbeiter im Hintergrund, die sich halt nicht zeigen wollen, nicht wie ich. Ne? Aber es gibt wirklich Dutzende von auch Menschen in meinem Alter, die sich schon engagieren oder noch jünger. Und ja, und das ist einfach so schön zu sehen in den letzten Jahren, seitdem ich aktiv bin oder das mitbekomme, wie es steil nach oben geht, ne? Und die Arbeit sich auszahlt. Und wir einfach wirklich mehr und mehr immer Menschen dazu bekommen. Und das ist einfach total stark und gibt einem Hoffnung für die Zukunft, dass man einfach mit der Erkrankung weniger allein ist. Ne? Und das ist so, ja, glaube ich, das Wichtigste, was man eben miteinander reden kann. Schön. Ja, super. Da kommen Herzlich. ganz viele Herzchen für dich. An dieser Stelle wirklich tausend Dank an alle, die jetzt auch wirklich zugeschaut haben. Das ist
kein einfaches Thema und ich finde es total schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, dass ihr zuschaut und ja, bitte spreadet die Huntington-Krankheit und das Thema und ja, und wie gesagt, wenn irgendwas ist, einfach melden oder wenn ihr Fragen an Marco habt, dann einfach bei ihm melden, ne? Also könnt ihr ruhig machen und ja, ansonsten hoffe ich, wir machen sowas bald mal wieder. Oder willst du nochmal vielleicht Werbung machen für eine nächste Lesung? Oh, Vielleicht kann ja dann jemand mal hinkommen aus der Community. ja, total gerne. Es gibt ein paar Lesungen in den nächsten Tagen. Ich bin nächste Woche am 4. Juni bin ich in Marburg. Nicht ganz in Marburg, sondern in Stadtallendorf, in Stadtallendorf. Das ist wirklich schwierig. Ich habe den Kalender nicht vor der Nase. Aber am 4.6., man kann übrigens alle Lesungen beim Verlag. Ich bin ja bei Kiepenheuer und Witsch, ist dieses Buch rausgekommen. Und Kiepenheuer und Witsch macht das super. Wenn man meinen Namen da sucht, unter Autoren, kommt unten irgendwann so eine Liste mit so Lesungen. Und Ja. da kann man immer gucken. Ich werde irgendwann in diesem Sommer oder Spätsommer in Erkrath sein. Ich werde nochmal in meine Heimatstadt Apolda gehen, wo ich schon mal war und es ganz wunderbar war. Ich Oh, glaube, es sind noch das ein paar war's auch erstmal, ne? Veranstaltungen, Also wir haben tatsächlich aber auch die jetzt Events. demnächst. Wir haben die Events Genau. auch bei der DKH auf der Webseite. Also könnt ihr da auch einfach gucken. Aber ansonsten, ja, wenn jemand noch eine Idee hat für so ein Format, ne, oder irgendwie eine Veranstaltung, dann gerne sich melden. Vielleicht können wir noch was auf die Beine stellen oder dann vielleicht auch nächstes Jahr wieder hier im Awareness-Monat Mai 2025. Ja, Gucken wir mal. total, total gern. Hier unten kommt gerade und in Baden-Baden. Nee, in Baden-Baden nicht, aber in Erkrath, Erkrath. Nee, leider, leider Baden-Baden noch nicht, aber vielleicht entsteht ja hier was. Das wäre schön. Super. Dann, Marco, dann bedanke ich mich bei dir. So, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank fürs Zuhören und ich kann Alinas Worte nur noch bestätigen. Erzählt drüber, verschweigt es nicht. Sonst ist das, was wir hier machen, nicht so hilfreich. Ja. Also wenn wir alle zusammen helfen, dann ist das viel, viel besser. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke dir. Macht's gut, alle zusammen. Ciao. Tschüss.